einem Rock konnte er aufspringen, konnte aus dem Grab entwischt. Er floh aus dem Friedhof, über die Felsen, durch den Sumpf, den Hügel hinauf, die Regenrinne empor, rein ins Zimmer, Fenster zu, in die Ecke, Wand drüber. Und während er noch versuchte, seinen Atem zu beruhigen, fiel er in einen unruhigen Schlaf. Es war eine anmutige Gestalt. Ihre Haut war rein wie die Haut eines jungen Pfirsichs. Ihre Lippen waren rot wie die Blüten einer Rose. Ihre Augenbrauen waren schwungen wie die Sichel des Mondes. Und das gefiel Yusuf und unsere alte Frau. Und dieser alte Mann spürte einen Regen in einer längst verdorrten Wüste. Er gab ihr eine alte Frau entgegen. Ich sage eine alte Frau, aber das, was da zu sehen war, es war ein hutzliges, altes, buckliges Weiblein auf einem Stock gestürzt. Die Haare hingen zottelig, verfilzt, quer in alle Richtungen. Sie hatte eine lange Nase mit einer Warze, die bis in den Himmel reicht. Aus ihrem sabbernden Mund standen Zähne heraus, die sich nicht entscheiden konnten, in welche Richtung sie wachsen wollten. Kurz, sie war ein widerlicher Anblick und stank bestialisch. Sie drehte sich höflich, drehte sich um zur Tür und ging, als plötzlich ein warmer Wind sie von hinten anstieß. Ein wunderbarer Duft in ihre Nase drang.